Willkommen zu Frequent Traveler TV. Ihr sagt jetzt einfach ITER, ITER who, ITER was, ITER wer. Ja, es ist die Nachfolgeorganisation der Alitalia. Und dann sagt ihr, hoch, Lufthansa Partner, Fragezeichen, machen die jetzt Scheißhausparolen? Naja, ein bisschen Gedankenspiele am frühen Samstag haben wir schon gemacht. Warum? Ganz einfach, wir haben da mal so gebrainstormt, hatten auch ein Kundengespräch. Da kam der Kunde auch drauf und sagte, dass das eigentlich eine coole Geschichte wäre. Und zwar was? Dass ITER Nachfolgerin der Alitalia, und wir können jetzt auch ganz gezielt sagen, sie sind die Nachfolgerin der Alitalia, weil sie ja auch die Markenrechte gekauft haben, die sie vielleicht nutzen, vielleicht nicht nutzen. Aber lasst uns erstmal wie immer an dieser Stelle den Herrn Hoffmeister in seinem Zeremonienmeistergewand zeremonieren. Korsten, das Intro bitte. Geht los. Ja, auch heute wieder bleibt es euch nicht erspart, den Abonnierbefehl zu machen und zwar unseren Kanal abonnieren, die Glocke an, den Beitrag zu liken und unten ganz wichtig zu kommentieren, besonders zum heutigen Thema, was wir euch jetzt vorstellen werden. Mario, erklär uns einfach mal, wer ist Herr, Frau, Airline, ITER oder um was geht's da? Tja, völlig überraschend hat die ITER ja noch die Namensrechte und wie wir gelesen haben, auch die Domain der Alitalia übernommen für schlappe 90 Millionen Euro. Es waren aber mal 290 Millionen Euro dafür aufgerufen, also hat man sich quasi reich gespart um 200 Millionen. Aber man will das nicht verwenden. Man möchte tatsächlich ITER heißen und nicht Alitalia. Und man wird jetzt als ITER Airways auftreten. Und was sicherlich auch interessant ist, mit neuen Farben. Die Flugzeuge werden blau werden, ähnlich wie die Nationalmannschaft, weil blau das nun mal die Farbe auch Italiens ist. Aber nichtsdestotrotz, interessanterweise, will man diese alte Traditions- oder diesen alten Traditionsname Alitalia nicht weiter nutzen, sondern wird tatsächlich bei ITER bleiben. Und damit hat man quasi de facto eine völlig neue Fluggesellschaft auf den Markt gebracht, die zwar natürlich Nachfolger von Alitalia ist, aber wirklich eine neue und auch nicht mehr so heißt. Aber der Grund, das fand ich ja auch interessant, man wollte dieses Nationalsymbol Alitalia die Rechte behalten, damit kein anderes Unternehmen, vor allen Dingen aus dem Ausland, sich nicht diesen Namen greifen könnte. Und Lars und ich hatten ja schon die Idee, die Rechte zu kaufen und unsere A380er, die wir ja überall auf der Welt günstig einkaufen, dann unter Alitalia fliegen zu lassen. Nein, natürlich nicht. Aber ich weiß nicht, mit Alitalia, kleiner sentimentaler Schmankel meinerseits, verbinde ich ja durchaus was. Mit Alitalia habe ich seinerzeit meinen allerersten Flug gemacht, auch von Hannover nach Rimini mit einer 707. Lang ist es her. Ja, wobei Rimini, wenn man bei der Bundeswehr in Langenhagen war, war Rimini, ja. Rinteln, Minden und Nienburg und zurück. Gedacht, also insofern immer aufpassen. Er hat Glück gehabt, dass er auch in Rimini in Italien angekommen ist und die Bargose auch auspacken konnte. Ja, also um ein bisschen Ernsthaftigkeit wieder reinzubekommen. Spannend ist halt an der Geschichte, dass man sich die Domain auch geholt hat für 90 Millionen Euro. Warum ist das spannend? Es ist einfach deshalb spannend, weil man natürlich den Markt in Italien dominieren möchte und da nicht möchte, dass irgendjemand jetzt auf die Lustigkeit kommt, so wie Lufthansa oder irgendein anderer Spaßveranstalter in deren Augen und denen das Wasser abgräbt. Weil ITER ist kein Markenname, der bekannt ist. Im Gegenteil, wir, die wir im Meilenpunkte- und Statusgeschäft unterwegs sind und hier auch übrigens beim gepflegten Vielflieger-Talk sind, verbinden ja damit die ITER-Matrix zum Beispiel. Also insofern ist das für uns eine ganz andere Assoziation. Ich habe euch auch eben das Bild eingeschwenkt, als Mario erzählt hat, die neuen Farben. Also man muss sich daran gewöhnen, dass ITER die neue Alitalia ist. Ich hatte eigentlich gedacht, als die Alitalia ihren letzten Flug hatte und am nächsten Morgen dann die ITER vielleicht mit Alitalia wieder gestartet wäre, dass das relativ cool wäre. Und deshalb wollten wir die Folge dann auch nennen, Alitalia ist tot, es lebe Alitalia. Aber das ging dann auch nicht. Also insofern Probleme.
Ja, der Grund war ja übrigens aus der EU-Kommission heraus, weil sie gesagt haben, es kann nicht sein, dass sie die Bude jetzt so und so oft startet und da Geld reinschmeißt. Da sind ja hunderte Millionen, Milliarden versenkt worden. Die Etihad hat Geld versenkt, der Staat hat Geld versenkt. Eigentlich haben sie alle mit Alitalia Geld versenkt. Und der Running Gag in der Branche war ja auch, dass Alitalia gar kein Geschäftsmodell hat. Und da sind wir jetzt einfach mal gespannt, was da passiert. Also man will jetzt wirklich mit 52 Flugzeugen, glaube ich, war das ja 52 Flugzeugen und Belegschaft von 2800 Leuten starten, will da dann die Flotte erweitern, sogar auf 105 Maschinen bis 2025. Hat ja auch ordentlich nachgeordert, die Airbus A220er Serie, die 320er Serie und dann die A330er Neos, die man geholt hat. Warum ist das für uns spannend? Es ist für uns einfach spannend deshalb, weil die Alitalia eventuell ein cooler Partner wäre für die Lufthansa. Die Lufthansa sagt ja, Italien ist der zweitbeste Markt nach Amerika, was Mario gewundert hat, was mich gewundert hat. Aber sie sind ja nicht die einzigen, die Lufthansa, die um die ITA Buhlen heißt das, glaube ich, Buhlen, Poolen. Buhlen. Nee, Poolen nicht, Buhlen. Vielleicht soll ich das Gold rauspulen. Ja, und genau. Auch der Kollege aus Amerika von der Delta, das ist der Ed Bastian, der CEO, der hat denen ja auch irgendwie nochmal 200 Millionen Cash angeboten, wobei aber die Lufthansa keinen Cash-Deal haben möchte, sondern nur eine Kooperation haben möchte, hat die ITA natürlich folgerichtig sich beim Sky-Team angemeldet, weil ja die Alitalia war ja auch beim Sky-Team. Aber warum denken wir vielleicht, dass sie doch ein guter Partner wären für die Lufthansa und eine, ja, eine Ergänzung, Mario, hast du dazu ein paar warme Worte? Naja, also du hast es ja schon vorweggenommen. Erstmal ist Italien ja tatsächlich, wie Carsten Spohr sagte, für die Lufthansa ein sehr wichtiger Markt. Man hatte ja auch schon mal vor einigen Jahren, wir erinnern uns, mit der Lufthansa Italia ja auch schon mal einen Versuch unternommen, dort auf diesem Markt ja, etwas intensiver tätig zu werden. Ansonsten mit Air Dolomiti hat man ja quasi auch schon einen italienischen Carrier oder eine Fluggesellschaft, die hauptsächlich Italien-Verbindungen hat. Da hatten wir uns auch gewundert, ja neulich schon mal, zu welchen Destinationen die Kollegen dort fliegen, auch hier innerhalb Deutschlands. Und es ist natürlich insofern interessant, wenn man die Ziele der ITA mit denen der Lufthansa sozusagen übereinander legt, ob es da Synergien geben könnte. Und die sehe ich natürlich schon. Und die Drehkreuze oder Drehkreuze in Mailand oder Rom sind sicherlich für die Lufthansa in Zukunft oder wären für die Lufthansa sicherlich gar nicht so schlecht und strategisch bestimmt gut ausbaubar. Und insofern hätte man dann tatsächlich ja, so eine mitteleuropäische Luftfahrtachse, die dann von Deutschland über Österreich, Schweiz mit dem kleinen Ableger Belgien bis halt nach Italien reicht. Und ja, Carsten Spohr und viele andere haben ja ohnehin gesagt, dass es noch zu einer weiteren Konzentration der Fluggesellschaften kommen muss. Und halt die Frage ist, ob die IATA halt auf Dauer alleine konkurrenzfähig ist, ob sie nicht zu klein ist neben der Lufthansa-Gruppe und KLM und Air France und die British Airways und Iberia. Insofern ist das sicherlich keine schlechte Überlegung. Ja, ich finde eigentlich die Alitalia oder ITA, ich muss mich da auch dran gewöhnen, einen guten Partner, weil sie ja eigentlich einen Premium-Anspruch auch haben. Ja. Und bei der Lufthansa-Gruppe hat man ja ganz klar gesagt, dass Lufthansa und Swiss Premium sind, aber Austrian, Brussels, Eurowings Discover, Air Dolomiti eher nicht. Denn würde man natürlich noch einen Hub dazu nehmen, aber auch die Marktführerschaft ausbauen. Und deshalb muss man halt aus dieser Perspektive heraus auch für uns als Konsumenten natürlich eine Warnung aussprechen. Wenn Lufthansa natürlich da in Italien Gas gibt, dann sind vielleicht die guten Preise ab Mailand passé. Deshalb ist das immer so zwei Herzen in der Brust. Und ich finde die Alitalia, ITA,
Ich weiß auch nicht, warum ich immer. Also, man muss sich da echt dran gewöhnen, ne? Also, es Ja, ist es ist. ungewohnt, ungewohnt. Ja. Also, das ist übrigens der Grund, warum die Markenrechte sich genommen haben, weil solche Leute wie ich, die würden die ITA dann gar nicht mehr im Gedächtnis haben, weil sie direkt Alitalia gucken, Alitalia gefunden haben, happy, happy. Ja, also insofern wäre es ein guter Partner und ich finde auch das Lounge-Angebot, ich komme ja drauf zurück mit Lasagne, Pizza und was sie alles hatten, würde natürlich auch sehr, sehr gut passen. Also ich würde das mögen. Also ich glaube auch, dass es eine Ergänzung wäre, weil die Alitalia ITA Schrägstrich, Gott sei Dank merke ich das immer, wenn ich Alitalia sage, ich ITA sagen muss, dass man da das Streckennetz dann halt auch erweitern kann in andere Richtungen und vielleicht damit auch gegenüber anderen Fluggesellschaften nochmal eine etwas dominantere Position einnehmen kann, weil ja auch viele Fluggesellschaften über Mailand fliegen. Die Emirates fliegt ja von Mailand und dann weiter nach New York fürs Freedom zum Beispiel, dass man denen damit das Wasser ein bisschen abgraben könnte. Ja. Auf der anderen Seite hätten wir sonst natürlich nur noch die SkyTeam Carrier, die von Rang und Namen wären in Europa, das wäre KLM Air France. Und damit wären sie ja schon fast wieder fertig. Damit wäre Star Alliance ja die dominante Marke auf dem Markt. Was bleibt uns noch zu sagen? Ich glaube, vielleicht wird es auch ein Status-Match geben. Das heißt also, dass sie dann, wenn sie bei SkyTeam bleiben, dass wir da dann auch sehen werden, wie man mit einem Status bei denen was werden kann. Ja, die Frage ist natürlich, ja, die Frage ist natürlich auch, ob man, wenn die ITA tatsächlich bei SkyTeam bleiben möchte und keine Kooperation mit Lufthansa machen möchte, inwieweit es attraktiv dann tatsächlich ist, über deutsche Flughäfen dann über die Kreuze Mailand oder Rom tatsächlich weiterzufliegen, inwieweit da es zu einer größeren Konkurrenzsituation dann kommen. Oder kommen könnte. Ja, spannend, spannend. Also wie gesagt, ich glaube, wenn man die ITA stärken will, dann kommt man nicht drum rum, dass man die Delta reinlässt, so wie es die Korean hat, dass man da halt einen Equity Change macht. Das wäre dann für uns vielleicht wirklich eine interessante Geschichte als Vielflieger, als Alternative. Wir hätten dann mit British Airways eine Oneworld-Alternative oder Iberia, die muss man dazu nennen, im Norden eventuell die Finnair, die ja keine First Class haben. Soll eigentlich die ITA auch eine First Class kriegen? Ich glaube nicht. Die wollen auch nur Business machen, ne? Business, Premium und Economy. Und ja, lasst uns doch einfach wissen, was ihr denkt zu ITA und was ihr meint, ob das eine Ergänzung der Star Alliance ist oder wollt ihr sagt, nein, Satan, Weiche bleibt bei SkyTeam. Wenn ihr jetzt mal fragt, ob das religiös war oder nicht, nein, es war nicht religiös, es war einfach nur jetzt, weil viele Leute ja auch Naja, Ressentiments gegenüber Alitalia haben. nur weil der Papst damit fliegt. Die Frage ist, fliegt der Papst jetzt mit IATA? Nicht mit IATA, mit ITA, mit ITA. Mit Mein ITA, Gott, man ein A kommt zu völlig viel, durcheinander. ja, man könnte, wahrscheinlich ja, ne? Also Ja. insofern, mal gucken, ob er auch danach den Boden wieder küsst. Bei Alitalia musst du es ja machen, weil du weißt ja, wenn es ist mit Alitalia. Genau. Ja, also schreibt es uns in die Kommentarspalte rein, ganz, ganz wichtig, ob unser Gedankengang, ob es eine Ergänzung zur Star Alliance ist, euer Platzset findet. Wenn nicht, dann schreibt das auch gerne rein. Wenn ihr Hardcore SkyTeam-Jünger seid, Marius sei hiermit ganz klar angesprochen. Er ist ja ein SkyTeam-Fetischist, von dem ich mich permanent durchbeleidigen lassen muss. Kleiner Scherz, ist Was? okay. Ja, er disst ja Lufthansa und alle. Für ihn gibt es ja nur die Eierfranken mit Flying Was? Das Blue. ist ja Skandal, 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 Ja, aber niemals. ich, ja, was heißt Skandal? Also ich sag mal so, jeder hat ja einen anderen Geschmack, Gott sei Dank. Und wenn er das toll findet, finde ich das super. Also das, ich mache das, wie ich das möchte, er macht es, wie er es möchte. Da denke ich, sollten wir doch mal tolerant sein, anstatt ihn jetzt einfach nur dafür zu dissen. Was bleibt uns noch zu sagen? Vielen Nächsten Dank. Samstag. Ja, warte, noch nicht danken, weil wir haben erst am nächsten Nein. Samstag, heute ist der 16., wenn wir was aufgenommen haben. Das heißt also 23. Am 23. haben wir in Berlin den Stammtisch. Mario wird wahrscheinlich aller Voraussicht nach nicht teilnehmen. Genau, Wahrscheinlich. er muss mit SkyTeam fliegen. Ja, und ganz wichtig, wir werden aber das Hon-Paket-Unboxing in Angriff nehmen. Und das wird dann auch Oh ja. nächste Woche kommen. Also insofern, wir werden auch für euch vielleicht ein ganz neues Format vorstellen. Das dauert vielleicht ein bisschen mit dem Schneiden, deshalb will ich da nicht zu viel verraten. Aber es geht darum,
Mario und Lars fliegen und werden den Flug bewerten. Als gute Connoisseure auch genießen. Das ist richtig. Und den gepflegten Vielflieger-Talk machen. Vielleicht sollte man das Unboxing im Flugzeug machen. Ja, Wäre das eventuell eine hätte Möglichkeit. was. Ja, das ist eine coole Sache. Das ist eine coole Sache. Der Flug, der eine ist ja 2 Stunden lang, da könnten wir das ja machen. Aber kommen wir dazu, wenn Locker. wir überhaupt noch essen wollen und so? Doch, ich fürchte schon. Ja, schauen wir einfach mal, was da so passiert. Ich freue mich auf eure Kommentare, Mario wahrscheinlich auch. Ja. Und ich verabschiede mich dann an dieser Stelle und freue mich, wenn wir uns dann in Berlin nächste Woche treffen und ohne den Hofmeister. Ja, also bis dann, schönes Wochenende. Ja, dann sind Macht's wir mal gut. wieder raus. Bis dann, ciao.